Hallihallo und recht herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir, dem Aquapainter aka Uli. Und zwar geht es heute wieder mal offiziell mit der Steampunk-Anlage weiter. Was soll ich sagen? Ich möchte ganz gerne jetzt die Fortschritte, die ich über den Sommer gemacht habe, hier ein bisschen zusammenraffen, beziehungsweise ich habe ja einiges schon gebracht in der Folge, dass es endlich weitergeht. Die Sommerpause ist vorbei. Dann hatte ich ja letzte Woche oder vor zwei Wochen bald schon wieder, ich weiß gar nicht mehr, das Video rausgebracht mit den kritischen Stellen. Da habe ich jetzt sozusagen auch ein bisschen angesetzt hier in dieser Folge, da ich einen netten Kommentar bekommen hatte. Das habe ich aber, das wird nachher noch erwähnt, da komme ich noch drauf zu sprechen. Und zwar geht es aber jetzt endlich weiter hier oben mit dem Bahnhof auf der linken Seite mit den zwei Brücken, die wir hier gerade sehen. Und hier oben auf die Plattform. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon gebracht habe, wie ich das da oben gebaut habe. Aber ich sag mal so, das ist vielleicht jetzt auch gar nicht so wichtig, interessant. Ich sag mal, unterm Strich ähnelt sich das ja Ganze. Man sieht natürlich hier jetzt auch das Chaos, was so langsam entsteht auf der Platte. Beziehungsweise das war ja immer schon bei mir ein Chaos hier. Die ganzen Kabeleien, weil ich ja alle zwei, drei Gleise immer Stromanschluss einlege. Und da hat man natürlich immer ein bisschen Chaos. Da oben sieht man auch die neue Weiche, die ich angebracht habe. Die ist jetzt auch noch unterbaut worden mit einem Holzklötzchen, damit das richtig gut hält da oben. Ich weiß nicht, ob man das hier irgendwann nochmal sieht. Hier habe ich jetzt jedenfalls erstmal angefangen, dass ich die vordere Brücke, die hintere, habe ich schon angeklebt. Da kommen dann auch noch später dann, aber erst wenn es halt in die Landschaftsgestaltung geht, die ordentlichen Brücken, Pfeiler drunter, die habe ich ja schon da. Hier sehen wir jetzt gleich, ich habe es eingekreist, wie das Hölzchen wieder abgewandert ist. Ich habe es natürlich festgeklebt im Anschluss. Klar, das bleibt nicht so. Aber okay, beim Drehen sieht man das nicht immer gleich so. Man gibt sich ja Mühe, dass man alles einfängt. Genau da unten fehlt es. Ist ja auch im Fotos. Ich mache ja doch ab und zu viel, wo das schönes Deutsch, ist egal. Ich mache auch gerne viel Fotos, weil die im Grunde genommen klarer und deutlicher sind als die Videos, weil wir ja bei der Sport Z so wahnsinnig dolle reinzoomen müssen. Wir sehen es gerade jetzt hier, dieser Übergang, den wir da gerade sehen. Hier übrigens danke ich mal den Z-Track Modell beim Videos in der Spurweite Z. Vielen Dank für deinen Kommentar an dieser Stelle. Ich habe das mit den Zusammenlöten als Tipp von dir bekommen an den Außenseiten der Gleise. Das habe ich natürlich dann auch gemacht. Auf der gesamten Strecke habe ich das gemacht, weil ich wirklich auf die Kontakte, die sind mir sowas von wichtig. Man hat das, man kennt das, wenn man die kleinen Spuren fährt, plötzlich bleibt die Lok stehen, man wundert sich und sagt, Menschenskinder, was ist denn hier los? Deswegen habe ich aber zwei, drei Gleise Minimum, habe ich Stromeinspeisungen reingemacht. Hier sehen wir jetzt übrigens nochmal, wie ich es verlötet habe. An dieser Stelle kommt nachher auch noch eine Anmerkung. Hier ist ein bisschen viel Lötzinn dran. Das habe ich natürlich mit einer Endlötpumpe immer noch versucht, so gut es geht, irgendwo rauszunehmen. Aber ich möchte halt, dass das ordentlich verschmilzt. Hier sehen wir es. Hier habe ich es auch gebracht. Diese Stelle wird mit der Endlötpumpe korrigiert. Das ist zu viel. Da brauche ich keinen zu sagen. Das sieht man selber. Aber es ist bei einer bestehenden Platte oder bei einer Platte im Aufbau, wo schon einige Gleise liegen, natürlich sehr, sehr schwer, gerade wie hier so von hinten ranzukommen. Wenn ich jetzt nicht 100% jedes Stückchen, ich habe ja genug Stromeinspeisung unten drunter, das soll kein Problem sein. Aber wie ich hier schreibe, die guten Verbindungen sind es mir aber wert. Das wird alles später nachher noch mit gealtert, mit Airbrush gefärbt, wie auch immer, das kommt ja alles noch. Und dann wird das eingeschottert und der Schotter wird ja verklebt. Das kennt ihr ja wahrscheinlich selber. Ich möchte es ja bloß im Aufbau hier mit meiner Anlage zeigen. Und dann ist das natürlich optisch alles später weg. Natürlich fällt das jetzt auf, wenn man hier so reinschaut, dass die Verbindung einen da silbern anspringen förmlich dazwischen. Aber ja, kein Problem. Hier sieht man auch ein bisschen, wie das da geschmolzen ist unten drunter. Deswegen habe ich das mal so reingenommen als Detailaufnahmen. Aber wie gesagt, wenn das nachher dann gealtert ist, sollte das überhaupt kein Problem darstellen. Jetzt habe ich natürlich so gemacht, dass ich die neuen Gleise von diesem Bahnhof, der oben links reinkommt,
natürlich auf der Werkbank gelötet habe. Aber auch hier ist es so, ich habe 3, 4 verschiedene Lötkolben. Das geht vom Mikrolötkolben los, das geht über Löt, wie sagt man hier, Lötanlage, nee, so eine Lötstation, entschuldige, so eine Lötstation weiter über einzelne Lötkolben. Ich habe alles Mögliche probiert, was ich so hier in meinem Repertoire habe. Habe mich dann für diesen hier entschieden. Der ist mit einer Lötstation verbunden. Hier sehen wir auch wieder, wie das ein bisschen geschmolzen ist. Das Plastik, ja, Bett unten drunter. Aber wie gesagt, ich finde es nicht schlimm, weil es muss ja nicht ein Teil wie das andere aussehen. Das ist ja in Wirklichkeit auch nicht der Fall. Das kann ja ruhig mal ein bisschen irgendwo nicht defekt aussehen, aber benutzt aussehen. Und ich brauche ja nichts altern, wenn ich dann unterm Strich alles perfekt drunter habe. Das muss ja auch nicht unbedingt sein. Deswegen finde ich das gar nicht so schlimm. Wir sehen es auch hier, was eine ordentliche Lötspitze ausmacht. Auch wenn ich die jedes Mal reinige, bevor ich was mache. Man hat immer irgendwelche Reste dran. Aber wie auch immer, hier sieht das Gleis schon aus wie gealtert, ne? Aber das ist nicht der Fall, das ist einfach eine Beleuchtungsfrage. Hier habe ich es jetzt mit dem Gummi gereinigt. Hier sieht man es ein bisschen, wie das da doch gelitten hat an der Seite. Aber wie gesagt, das ist alles nicht schlimm. Da das Ganze dann mit Airbrush noch bearbeitet wird, wird das dann sowieso überhaupt kein Problem sein. Mir ging es bloß darum, dass man mal, dass ich das generell den Tipp angenommen habe. Deswegen habe ich auch ein bisschen mehr zu dem Thema gebracht. Ja, mit den Gleisradierern, das haben wir ja eben gesehen, wie ich das gemacht habe. Das Gleis, wie gesagt, ist hier nicht gealtert. Das ist einfach eine Beleuchtungsfrage eben gewesen. Jetzt geht's los mit dem Bahnsteig oben dran. Das heißt, die beiden Gleise, die ich eben noch auf meiner Werkbank gelötet und auch verleimt habe, was wir jetzt hier sehen. Ich habe hier mal diese Kartonblättchen hier drunter. Und das mache ich jetzt generell an den kritischen Stellen, gerade auf Endgleisen, auf Endstellen und wie auch immer. Da muss einfach das Ganze stabiler gemacht werden. Wir sehen es auch hier gleich jetzt. Übrigens, wer es noch nicht weiß, hier oben rechts steht 5-fach Speed. Ich habe es schon öfters erwähnt, aber ich kann ja nicht davon ausgehen, dass ja jeder meine Videos von Anfang bis Ende immer guckt oder auch jede Folge hier guckt. Das Video läuft gerade im 5-fach Geschwindigkeit, weil es einfach sonst zu langweilig wird. Das möchte ich keinem zumuten, dass wir hier mit Einfachgeschwindigkeit arbeiten. So, jetzt sehen wir hier, wie ich es verklebe. Man sieht auch, dass leicht in die Gleise etwas Kleber reinläuft. Finde ich auch nicht wirklich schlimm. Man sieht es erstens nicht. Und zweitens, wie gesagt, auch hier, es wird lackiert. Wichtig ist ja, dass der Kleber nicht in die Weiche rein. Deswegen immer schön weg von den weichen Teilen, dass da nichts reinläuft, weil ich habe es selber schon geschafft, dass ich die, ja, die Weichen verklebt habe damit. Und das ist ja nicht Sinn und Zweck der Sache, ne? Ja, immer wieder testen, ob es sauber läuft. Ganz, ganz wichtig. Das ist eine Prämisse, die ich mir gesetzt habe. Ich fahre da lieber 100 Mal mit den Waggons drüber. Ich habe es auch im anderen Video schon gezeigt. Manchmal koppel ich 2, 3 Waggons und schiebe am allerletzten hinten. Weil wenn ich einen Finger oben auf den Waggon aufsetze und schiebe da drüber, dann merke ich zwar die Unebenheit unten drunter hoch. Jetzt habe ich hier mit meinem Waggon ein bisschen Pups gespielt. Und ja, wie gesagt, da mache ich nochmal 4, 5 Waggons hintereinander, schiebe die da drüber, bis das wirklich schön, schön sauber läuft. Weil vorher brauche ich es, wie in dem Fall, was ich jetzt hier mache, nicht verlöten. Das ist ja völliger Blödsinn. Und ja, hier sehen wir das Ganze nochmal. Hier meine Lötstation, das ist so eine ganz billige für 20 Euro oder sowas. Aber spielt ja keine Rolle. Hier hatte ich jetzt die Kabel noch angebracht, die Stromanschlüsse. Da kriegt also jede Seite auch gleich wieder einen rein. Weil das ist mir zu risikoreich. Du stehst hier und mit deiner Lok möchtest losfahren und bist ständig nur am Anschubsen anmachen. Das wird wahrscheinlich sowieso auch passieren. Hier knabber ich übrigens mit dem Schraubendreher den Kork noch ein bisschen aus, weil du zeichnest das ja nicht so 100% unten drunter an, dass ich das dann das Gleis wirklich 1A liegt. Deswegen mache ich das ein bisschen größer. Ich habe auch bei dem anderen unten, ich glaube, das habe ich nicht als Aufnahme, das Loch ein bisschen größer gebohrt, damit ich das Gleis noch ein bisschen in sich verschieben kann. Und jetzt hier relativ kurze Kabel dieses Mal, weil ich die, ich nenne es mal so schön Aorta, also mein Hauptstrom Draht, der ja dann drunter kommt in einer der nächsten Folgen, zumindest an den hier bis jetzt bestehenden Teilen, da drunter verlegt wird. Und deswegen, die werden sowieso noch abgeschnitten. Das ist also, ja, die werden ja relativ knapp drunter gemacht. Das mache ich mit diesen Klemmen, die habe ich alle schon da, das ist kein Problem. So, jetzt hier die Seite auch noch rein.
und Löcher gebohrt und unten reingesetzt. Ich muss ein bisschen schräg bohren, weil hier unten drunter eine Holzleiste ist. Und diese Löcher habe ich übrigens ein bisschen größer gebohrt nachher, so dass ich da das Gleis noch ein bisschen verschieben kann, weil wir werden es gleich sehen, die werden verklebt. Hier sehen wir sie wie ein kleines bisschen schief und krumm liegen. Das löse ich aber gleich. Hier sieht man das übrigens, warum ich schief gebohrt habe. Mit einem Stahllineal, dann wird das schön gerade alles angelegt. Auch hier, es muss nicht immer, meiner Meinung nach zumindest, hundertprozentig liegen. Ich bin da der Meinung, dass wenn man sich auf die Bahnhöfe stellt oder generell an Gleisanlagen steht, der Deutschen Bahn oder wie auch immer, die Gleise liegen auch nicht alle wie eine Schnur. Sicherlich vom ICE, da setze ich das voraus. Aber ich habe schon Gleise gesehen, da wurde es die Himmelangst und Bange. Also wie gesagt, da ist also auch nicht die Perfektion im Millimeter hier zu suchen bei mir. Das will ich auch gar nicht. Es soll gerade sein, deswegen jetzt kommt da ein Lineal oben drauf. Dann packe ich jetzt gleich die zwei Pullen da mit Alkohol und Kleber, damit das schön fest wird. Und dann haben wir eigentlich alles für diese Folge. Ich danke erstmal fürs Zuschauen. Es geht weiter mit Folge 11. Ich bin schon fest am Arbeiten. Und das war's für heute. Sagt Tschüss, sagt erstmal euer Aquapinter aka Uli. Und dann bis zum nächsten Mal. Macht's schön gut. Ciao.